Ja, Freunde, seid gegrüßt, Peter von der Liffener Camper. Ich bin ja meine Ernährungsumstellung anmachen halt, ne? Und morgen ist Mittwoch und ich mache mal für morgen einen kleinen Film. Können wir mal so ein bisschen drüber sprechen dann abends. Und morgen ist das auch schon ziemlich eine Woche her, dass ich keinerlei Kohlenhydrate zu mich genommen habe. Ihr habt das ja schon in den einen Livestream mitgekriegt, dass es mir ja teilweise Magenschmerzen und bekommen habe und sowas alles. Und ich will jetzt aber zum Beispiel einmal für euch kochen, ne? Und zwar in der Heißluftfritteuse. Ja, ich will praktisch in der Heißluftfritteuse mal einmal ein bisschen was kochen. Das geht ganz schnell. Das ist nur Hähnchen mit Spitzpaprika, eine Zucchini da mit bei und ein bisschen Frischkäse, alles zusammen gewürzt und einfach in der Fritteuse für 20 Minuten. Ja, und das werden wir jetzt einfach mal machen. So, ich hole mir mal die Zucchini, brauche ich. Ich habe hier die Zucchini. Dann Spitzpaprika, da nehme ich 2 Stück von. Dann brauche ich noch, bei einem esse ich immer ganz gerne mal so mit Dings. Dann habe ich mir so kleine Cocktailtomaten noch geholt. Die kommen da gleich mit rein in den Topf. Und was darf natürlich nicht fehlen? Eine Zwiebel. Diesmal nehme ich, ich brauche ein bisschen mehr, eine gelbe Zwiebel oder weiße Zwiebel. Ne? Und natürlich. So, liebe Leute, und dann natürlich noch Frischkäse mit bei. 2-mal Frischkäse, das Hähnchen, ein paar Gewürze und dann soll das Ganze auch schon fertig sein. Ja, was wir schon mal machen können, wir können die Hähnchen praktisch hier in den Korb machen. Ich mache das alles in den Korb hier rein. Na, können wir machen, sehen wir doch mal. Was wird? Hähnchen mit rein. So, Hähnchen weg. Dann können wir schon Frischkäse drüber geben. Also das ist ganz normaler körniger Frischkäse. Ich verzichte hier wirklich komplett zurzeit auf Kalorien und sowas, ne? Und ne, wie gesagt, ich tue wirklich komplett einmal auf Kohlenhydrate verzichten. Ich habe nicht ein Stück Brot gegessen oder sonst was, ne? Und bin viel am Lesen, viel am Gucken und was wir richtig essen können, und es gibt ja einiges, ne? Also ich halte mich nicht hundertprozentig an diese Keto-Dings da. Ich mache das wirklich so ein bisschen für mich. Ne? Und ein bisschen abwandeln. Hauptsache, ich lasse die Kalorien weg. Der Körper, der tut sich übrigens wirklich komplett ändern. Das habe ich jetzt schon nach einer Woche habe ich das gemerkt. Ne? Verdauung ist da, aber ein bisschen anders. Und ich habe so das Gefühl, dass sich der Magen so ein bisschen zusammenzieht, Leute. Habe ich noch nie gehabt. Sonst eigentlich immer mehr so ein Völlegefühl gehabt. Ja, aber es ist jetzt doch ein bisschen anders geworden, das Ganze. Ja, ich schneide mir jetzt die Spitzpaprika. Die müssen nämlich auch weg. Die kommen klein. Gucken, wie sich das auch rauskriegt. Das eine schon lernt. Ich mag das ja ganz gerne so ein bisschen gröber, das Ganze. Ja, wir schauen mal. Kommt gleich noch jede Menge, bisschen Salz, bisschen Pfeffer und sowas mit rein. Und wir werden das sehen. Ich habe heute zum Beispiel zum Mittagessen wirklich nur, bin rübergerannt im Laden, im Einkaufszentrum hier in der Nähe und habe mir Joghurt geholt. Ne? Joghurt, ganz einfach, ne? und sowas dann, ne? Nur zum Mittagessen. Und was interessant ist, ich esse auch gar nicht mehr so viel. Der Vorteil dabei ist jetzt im Moment wirklich, ne? Ich habe heute Morgen noch nicht mal gefrühstückt, eigentlich total falsch. Dafür habe ich mehr getrunken, natürlich auch ein bisschen Kaffee bei.
Ja, und aber was soll's heute? Ja. Ich merke das schon, also dass die Mahlzeiten komplett weniger sind. Das merkt man schon. Halt, ne? Bin ja mal gespannt. Ich habe mir mein Ziel gesetzt. Wirklich mein Ziel gesetzt, dass ich auf, ja, weiß ich nicht, ob man das. Ich habe jetzt so immer so um die 114, 116 Kilo gehabt die ganze Zeit und möchte gerne auf, ja, 100, das wäre so ein Träumchen, Leute. Ja, zumal das ist ein Essen in dieser Art, wie ich das gerne mag. Es ist nur teuer, ne? Es ist wirklich teuer. Ja, muss auch gestehen, ich habe auch abends schon mal einmal so ein bisschen, na, wie heißt es, mir, ne, um den gröbsten Hunger zu stillen, so eine Yam-Yam-Suppe habe ich mir gemacht. Hm? Ja. Das ist natürlich anders, ne? Der Körper, der reagiert. Habt ihr auch mitgekriegt, ich war ja spazieren. Das möchte ich gerne am Donnerstag nochmal wiederholen. Ne? Mittwochabends haben wir ja unseren, ja, ne, unser Stream mit dem Mittwochskommentaren. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das mal so ein bisschen am Knallen und sowas alles, das ist schon Wahnsinn. Zwitschern eigentlich schon zu viel, guckt euch das mal an. Zwiebeln. Noch ein bisschen. So, Zwiebeln. Noch. Gehabt. Ich bin aber froh, dass es schon mal deutlich, ja, wie heißt das, wie soll ich das sagen, abgekühlt hat. Gegenüber heute Morgen ist es wirklich, wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich heiß geworden. Tja, Körperveränderungen, Leute, ich sage euch das. Bewegung tat richtig gut. Aber nichtsdestotrotz, ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar neue Schuhe. Die muss ich mir jetzt nochmal besorgen und sowas alles. Dann bin ich noch nebenher an was am Überlegen. Aber das erzähle ich euch am Sonntag, ob ich das mache oder nicht. Wir werden sehen. So. Jetzt haben wir das hier praktisch einmal alles drin. Ne? Haben wir einmal den ganzen Topf damit drin und jetzt tue ich das ein bisschen vermengen. Schon mal, ist noch nicht gewürzt, kommt gleich. Die Zwiebeln raus, das Beste. Leute. Guckt euch das an, ist das cool? Ich bin nur gespannt, wie das schmeckt. Ne? Sollte aber schmecken. So, Salz darf nicht fehlen. Ich nehme immer mehr Salz. Pfeffer.
da. Für den, Geschmack machen wir ein bisschen Knoblauchgranulat rein. Und ein bisschen Paprika. Nachwürzen kann man das nachher immer noch so ein bisschen. Das sollte nicht das Problem sein. So, jetzt habe ich aber hier meine Tomaten vergessen. Was ist schon alles ziemlich voll. So, ich schneide mir jetzt noch ein paar kleine Cherry-Tomaten damit rein. Dann gucken. Datteltomaten, wie heißen. Das Lemt an Tomaten habe ich heute Abend noch ein bisschen was zu schnabbeln. Kommen wir auch mit runter. Perfekt, guckt euch das mal an, sieht gut aus, ne? Man könnte jetzt natürlich noch alles mögliche an Kräuter damit drauf machen. Da kommt in meiner heiße Gemüse rein. Dann muss ich die noch eben anmachen. Und jetzt werdet ihr das nicht sehen. Ich mache das zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ja, seht ihr nicht. Ich mache die an, ich mache die auf der Hähnchenstufe. Ja, das ist dann 180 Grad und geht 25 Minuten, lasse ich auch so. Und machen wir mal an, starten wir mal. So, und die Kameras lasse ich jetzt einfach so laufen. Ne, und wir gucken mal, was so passiert. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und in der Hälfte drehe ich das mal um und dann sehen wir uns da wieder. Ne? Hier. Ne? Ja, liebe Leute, es sind gute 12 Minuten um. Wir gucken da mal rein. Ich weiß nicht, ob das mit aufnimmt. Wir schauen da mal rein. Ui, guck mal, das sieht schon gut aus. Wir rühren das jetzt mal einmal um. Aber das Hähnchen, das sieht noch nicht so danach aus, als wenn das fertig wäre. Mal gucken. So, gucken wir mal. Beim nächsten Piepen ist dann einfach alles da. Ne? Tomate, Leute, ich habe Hunger. Und ich hoffe, das ist gleich fertig. Ja, liebe Leute, dann wollen wir da mal reingucken. Mal schauen, wie es geworden ist, Leute. Ui. Was mich natürlich interessiert ist, wie das mit dem Hähnchenfleisch ist. Das sieht gut aus. Perfekt, Leute. Ja.
ist durch. Leute, perfekt. Ja. Tja, liebe Leute, jetzt werde ich das mal erstmal was essen. Ich werde jetzt erstmal schnell was essen und dann geht das los und dann will ich den Film schneiden. Mal gucken, ob das überhaupt was geworden ist. Ne? So, liebe Leute, wenn euch dieser kleine Film gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, ganz wichtig, und ihr könnt ja auch mal meine Filme teilen. Das wäre echt klasse von euch. Hier, ich wünsche euch was, euer Peter von I Live in the Camper.